Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rohrwe und ihr seht, heute kommt mal wieder der Flipchart hier zum Einsatz, denn wir haben heute eine Frage, und zwar eine Frage von Holger. Da geht es um langlaufende, out of the money liegende Optionen und was es da genau auf sich hat und warum das auch noch ums Thema Tesla geht, jetzt hier im Video. Der Holger ist Kunde unseres Optionsbörsendienstes Optionsstrategien und hat mir eine Frage geschickt, die eigentlich im Helpdesk beantwortet würde. Ne? Ihr wisst ja immer, donnerstags machen wir immer ein Helpdesk und da beantworten wir Fragen unserer Abonnenten. Und das fand ich jetzt aber so eine spannende Frage, dass ich gesagt habe, okay, komm, wir machen da gleich ein Video daraus. Und zwar hat mir der Holger Folgendes geschrieben, und zwar, er hat gefragt, wir sollen doch einmal das Pro und das Contra eines Puts, der geschrieben wird, aufzeigen. Und zwar einmal, wenn er extrem weit aus dem Geld liegt und dann zum anderen auch noch eine sehr, sehr lange Restlaufzeit hat. Und damit wir uns das ein bisschen besser vorstellen können, schreibe ich euch mal die, ist mal der Zettel runtergefallen, schreibe ich euch mal hier das alles auf, um welchen konkreten Put es sich dabei handelt. Nämlich, er hat das an einem Beispiel festgemacht zum Thema Tesla. Ganz große Sache. Weil immer, wenn wir das an einem Beispiel machen, ist es viel besser, als wenn wir nur über die Theorie reden. Also, es geht um einen Put auf die Firma Tesla. Ja, da wollen wir jetzt nicht darüber reden, was ihr davon haltet, sondern wir nehmen das einfach jetzt mal als gegeben hin. Und zwar, der Holger hat gesagt, okay, die Restlaufzeit ist bis Januar 2020. Das sind per heute 557 Tage. So, 557 Tage. Es ist ein 130er Put. Und ich blende euch mal hier an der Stelle mal einen Chart ein, damit ihr mal seht, wo der jetzt aktuell liegt, der Preis. Ne? Also ihr seht, wir sind deutlich, deutlich aus dem Geld. Der Preis liegt ja mehr als doppelt so hoch. Das heißt, weit als oder mehr als 50% entfernt liegt dieser Strike. Aufgrund der langen Laufzeit ist das ein Delta von ungefähr 6, also aktuell ein Delta von 6. Und die Prämie, die man an diese, die man für diesen Put momentan bekommen würde, würde man ihn schreiben, liegt bei circa, wir machen das hier rund, bei circa $1.400. So. Und jetzt müssen wir über das Pro und das Contra dieses Trades reden. Ich lese euch vielleicht noch mal einen Satz davon vor und oder zwei Sätze, nämlich die sind ganz wichtig, um diesen Trade einschätzen zu können. Und zwar erstens, ich ziehe den Verkauf eines solchen Puts durchaus in Erwägung, wenn es mal wieder rappelt und die Aktie unter Druck kommt. Und der zweite Satz, persönlich glaube ich fest an Tesla und bin überzeugt davon, dass der Strike nicht mehr erreicht wird. So, also. Das ist insofern wichtig, weil man natürlich, wenn man so einen langen Trade macht, hier mit 557 Tagen Restlaufzeit, muss man natürlich eine gewisse Grundüberzeugung haben. Ne? Das ist kein Trade, wo du sagst, ah, ich glaube nicht, dass das die nächsten drei Wochen passiert. Weil, fangen wir da vielleicht auch mal mit dem ganzen Kontra an der Sache an. Also was spricht gegen so einen Trade? Das ist natürlich Folgendes. Erstens, wir haben eine sehr, sehr lange Restlaufzeit, was natürlich bedeutet, dass der Zeitwertverfall dieser Option extrem langsam sein wird. Das heißt, wenn jetzt nichts passiert, egal ob die Aktie seitwärts läuft, leicht steigt, leicht fällt, ne, der Zeitwertverlust wird sehr, sehr gering sein und das heißt, du wirst sehr lang in diesem Trade drin bleiben. Die Prämie klingt schön, aber es dauert natürlich, bis du das Ganze auch verdienst. So, der zweite Satz, persönlich glaube ich, fest an Tesla und bin überzeugt davon, dass der Strike nicht mehr erreicht wird. Das ist natürlich so ein Ding. Ne? Wenn wir das aktuell anschauen, wenn wir uns das Chartbild anschauen und du würdest jetzt sagen, okay, ich mache diesen Trade jetzt mit Restlaufzeit von einem Monat, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich viel, viel größer, dass sie nicht erreicht wird. Zwei Monate auch noch hoch. Je länger in der Zeit, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Strike doch nochmal irgendwann erreicht wird. Wir haben gesehen, aktuellen Delta von 6. Delta von 6, ja, aber hier irgendwo, ich habe es glaube ich hier irgendwo mit erwähnt. Hier ein Delta von 6 heißt also, wir haben momentan eine 6%ige Wahrscheinlichkeit, dass er dahin läuft. Beziehungsweise erinnert ihr euch vielleicht noch an dieses POT? Ne? Ihr könnt auch mal suchen hier. POT, Probability of Touch. Das ist roundabout das Doppelte des Deltas. Das heißt also, wir haben ungefähr eine Wahrscheinlichkeit momentan von 12%. Dass der Strike dort nochmal angelaufen wird.
Und je länger die Laufzeit ist, umso höher ist natürlich dann auch diese Wahrscheinlichkeit. Man kann aber auch andersrum sagen, okay, mit 84% Wahrscheinlichkeit, sogar mit 88%iger Wahrscheinlichkeit wird der Strike dort unten nicht mehr angelaufen. So, das heißt, das Einzige, was wirklich so richtig dagegen spricht, ist die lange Laufzeit, fast 2 Jahre, und zum anderen natürlich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis darunter geht, eben je länger die Laufzeit ist, umso größer wird, weil immer irgendetwas passieren kann, ne? Elon Musk, dem CEO von Tesla, könnte irgendetwas zustoßen. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die wir uns nicht vorstellen können, sodass das noch passieren könnte. Und das heißt, ausschließen kann man es definitiv nicht, weil wenn es ausgeschlossen wäre, dann gäbe es auch kein Geld mehr hier dafür, ne? Weil immerhin ist das ja eine ganze Menge Geld. So, was spricht jetzt dafür? Dafür spricht natürlich zum einen die sehr hohe Prämie, vor allen Dingen, wenn ihr jetzt noch wisst, ich habe mal nachgeschaut, momentan müsste man für diesen Trade $2,400 Margin hinterlegen. So, $2,400 Margin. Ist schon geschmiert, aber ihr könnt es trotzdem erkennen. Und das heißt natürlich, wenn man mal den Return on Margin berechnet, ne, also wie viel muss ich quasi Sicherheit hinterlegen, damit ich diese 1400 verdienen kann, ist das natürlich ein super Verhältnis. Mehr als 50% in knapp 2 Jahren. Ne? Das ist ein tolles Ergebnis, das ist eine riesen Rendite. Das heißt, wenn jetzt jemand das macht, zum Beispiel mit dem 10.000er Konto, dann hat er 25% Margin und verdient eben 14%, wenn der Trade am Ende durchläuft. So, jetzt hat der Holger aber noch etwas geschrieben hier, und zwar: Ich ziehe den Verkauf eines solchen Puts durchaus in Erwägung, wenn es mal wieder rappelt und die Aktie unter Druck gerät. Und ihr habt vorhin den Chart gesehen und ihr wisst ja, dass die Aktie gerade unter Druck geraten ist, ne? Also die ist jetzt von dem Hoch, das war so um den 18. Juni herum etwa, ist die Aktie etwa 20% gefallen. Und das heißt, da ist es ja schon recht ordentlich gerappelt. So, und jetzt habe ich mal nachgeschaut, historische Daten. Wie war denn der Preis der Option? Und der Preis der Option am Hoch, also jetzt, wo sie am 18.06., da war der Preis bei ungefähr $6, das heißt $600. Und da seht ihr auch, die ist jetzt von $600 durch diesen Rückgang auf 1400 gekommen. Und das ist jetzt eine spannende Sache. Warum ist das jetzt so hochgegangen? Der Preis ist ja nicht hochgegangen, weil der Strike irgendwie in erreichbar näher gegangen wäre. Ne? Der ist immer noch sehr weit weg. Der hauptsächliche Grund ist natürlich, dass jetzt das Vega, das heißt die Volatilität, die Messgröße für die Volatilität angesprungen ist. Weil je länger die Option eine Restlaufzeit oder je größer die Restlaufzeit einer Option ist, umso größer ist das sogenannte Vega. Und das heißt, wenn die Vola anspringt, so wie zuletzt, ne, wir haben jetzt Earnings bevorstehen, es gibt viele Ankündigungen, die Volatilität, die Aktie ist runtergegangen, die Volatilität in der Aktie ist sehr, sehr hoch. Und das hat natürlich die Preise der Option extrem nach oben gebracht. Die haben sich mehr als verdoppelt. So, da könnte man sagen, das ist doch auch ein Kontra, genau wenn die Vola nochmal anspringt, kann sich also der Preis dieser Option nochmal deutlich verteuern, aber die ist schon teuer geworden. Und das wäre jetzt, und deswegen ist dieser Satz so wichtig hier, und das ist also jetzt eine gute Strategie, wenn man also sagt, okay, ich glaube daran, ich sehe gerade, oh, die kommt runter, die sitzt vielleicht auf einer charttechnischen Unterstützung auf, die Volatilität ist hochgegangen und jetzt verkaufe ich so eine langlaufende, weit aus dem Geld liegende Option, dann hast du zwar, was wir schon beim Contra erwähnt haben, wenig Zeitwertverlust, aber sollte sich die Aktie jetzt einfach nur stabilisieren, sollte die einfach nur seitwärts laufen, ne? Oder nicht mehr so schnell fallen oder leicht steigen oder stark steigen, wie auch immer. Auf jeden Fall, was passieren wird, die Volatilität wird runtergehen. Und das bedeutet, dass die Prämie extrem schnell in sich zusammenfallen wird. Das heißt, mit einer zurückgehenden Volatilität, die nächsten 30, 50 Tage, dass nichts passiert, hast du eine große Wahrscheinlichkeit, dass sich der Preis der Option hier um 60-70% reduziert. So, und das ist natürlich ein großer Vorteil, das heißt, in hohe Volatilität hinein langlaufende Optionen schreiben ist eine tolle Sache, weil man eben von der zurückgehenden Volatilität profitiert, man bekommt viel Zeitwert, der natürlich auch nochmal hochgegangen ist durch die Vola, aber, das ist akademisch nicht 100% korrekt, aber ihr wisst, langlaufende Optionen, hohe Vola, ne, dann geht es nach oben. Und wenn sich eben die Vola jetzt abbaut, dann verdient ihr sehr, sehr schnell dieses Geld und das ist dann eine gute, Grundlage, um diese Option zu verkaufen. Ich würde euch allerdings an der Stelle noch einen Punkt empfehlen. Und zwar, wenn ihr so überzeugt von einer Aktie seid, wie jetzt hier zum Beispiel, in dem Fall jetzt hier der Holger von Tesla,
Ob man sich nicht dann überlegt, gibt es denn da nicht eine Nachfolgestrategie, weil dann kann man das völlig schmerzfrei durchstehen. Nämlich, dann könnte man auch sagen, okay, würde ich denn nochmal Tesla bei 130 kaufen wollen? Ne? Und wenn du sagst, ach, definitiv würde ich machen, dann schreib diesen Put und dann ist nämlich deine Nachfolgestrategie, quasi dein Plan B, ist nämlich dann, okay, dann kaufe ich die Aktie bei 130, 100 Stück, 13.000 Dollar. In dem Margin-Konto brauchst du ungefähr so 4.000 Dollar dafür, 4.000, 5.000 Dollar, dass du das machen kannst. Und dann hättest du einen Plan B, weil wenn dein Plan nur ist, diese Prämie zu verdienen, und jetzt passiert doch nochmal was. Stellt euch mal vor, die fällt jetzt mal runter auf 200, okay? Prämie wird nochmal deutlich ansteigen, vielleicht auf 2000, 2100. Was machst du dann? Na? Wenn du jetzt aber sagst, okay, dann nehme ich sie einfach, dann nehme ich die Aktie einfach, wenn sie eben auf 130 fällt, dann hast du einen Plan B und dann wird es ein sehr, sehr entspannter Trade, weil egal was passiert, du weißt, wie es dann weitergeht. Beinhaltet immer noch das Risiko, dass du sagst, okay, die geht auf 130 und dann geht sie pleite, aber das ist ja mit jeder Aktie so, die du kaufst. Also, fassen wir nochmal ganz kurz zusammen. Kontra, lange Restlaufzeit und deswegen sehr, sehr geringer Zeitwertverfall. Pro, sehr hohe Prämie und pro momentan sehr hohe implizite Volatilität und dabei eine sehr teure Prämie, die sich bei Reduzierung der Volatilität sehr schnell vereinnahmen lässt. Ne? Und wenn das so wäre, dass du jetzt zum Beispiel sagst, ich verkaufst jetzt hier für 14, 1500 und jetzt geht der Preis nach unten oder beziehungsweise die Wohler geht nach unten und dann ist die in 4 Wochen bloß noch 600 wieder wert, dann wäre natürlich auch sinnvoll sagen, okay, dann nehme ich das Geld einfach mit. Also dann nimmst du den Großteil der Prämie mit und sagst nicht, jetzt warte ich nochmal 500 Tage, um noch die restlichen paar zu verdienen. Gute Strategie kann man machen. Ne? Also ich, wer sich dessen bewusst ist, was er hier für Chancen und für Risiken hat, ist es eine sehr gute Strategie, machen wir auch. Und also Holger, kein schlechter Trade, hat mir gut gefallen. Das war's für heute. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr auch solche Fragen habt, ne, zu ganz bestimmten Trades, wo ihr sagt, ah, kann man denn das machen, mal mit Beispielen auch, dann schreibt mir das hier entweder in die Kommentare oder wenn ihr eh schon Kunden bei uns seid, ne, dann schreibt es ans Helpdesk, schreibt es ins Coaching und wenn es eine spannende Frage für uns alle ist, dann nehme ich die hier mit bei YouTube rein. In diesem Sinne, das war's für heute. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.